Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 17. Dezember 2018 nach westlichen Astrologie. Die heutige Tagesengel nach Kabbala ist Engel Behuel und hat die Zahl 49. Engel, der fördert uns die Kreativität und Lebensfreude, stärkt unsere Intuition. Engel der Weisheit wird auch der Engel der Bewusstseinserweiterung genannt, bringt Erleuchtung, schenkt uns Lebensfreude, Glück, Zufriedenheit, zeigt uns die Schönheit der göttlichen Schöpfung, ist zum Uranus zugeordnet, ist zum Feuerelement zugeordnet und ist zum Tierkreiszeichen Schütze zugeordnet. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont auf und öffnet zwei Lebensbereiche. Einmal unsere Persönlichkeit, unserem Auftreten, auch unserem Aussehen und die Lebensbereich, die Geheimnisse. Dann folgt die zweiten Lebensbereich und das öffnet sich die Tierkreiszeichen Wassermann und hier befinden sich die Werte, Wertschätzung und die Finanzen. Die Tierkreiszeichen Steinbock ist eingesperrt im ersten Lebensbereich, was unserer Persönlichkeit, unserem persönlichen Umfeld bedeutet. Das bedeutet für die Steinbock-Geborenen, entweder sie trauen etwas nicht zu oder sie haben das Gefühl, sie werden übersehen und werden nicht ernst genommen. Sie fühlen sich in die Enge. Die dritte Lebensbereich, und das bedeutet Medien, Kommunikation, Verbindungen, auch mit Verwandten, Nachbarn. Hier, dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Fischen. Die häuslichen Bereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Widder. Die Lebensbereich Kinder und die schöpferische Kraft öffnet sich mit Tierkreiszeichen Stier. Arbeit, Gesundheit und Partnerschaft, beide Lebensbereich, öffnet sich mit Tierkreiszeichen Zwillinge. Ein geheimnisvolles Haus, in die Tiefe zu schauen, an unserem Unbewussten, aber auch bedeutet das inneren Kraft, das Loslassen, auch die Sexualität, auch Themen wie Erbschaft oder ämtlichen Sachen. Da die Finanzen klären, diese Themen haben die Löwengeborenen, die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen sie sich wie eingeschränkt. Sie möchten etwas festhalten und haben das Gefühl, es bewegt sich nichts. Die Lebensbereich Reisen, auch innere Reise und Studium, hier befindet sich die Tierkreiszeichen Jungfrau. Richtung Berufung, wo Anerkennung, Ansehen man bekommt, hier in diesem Bereich befindet sich die Tierkreiszeichen Waage und was die Freundschaften und die sozialen Kontakte betrifft, befindet sich die Tierkreiszeichen Skorpion. Sonne ist in Tierkreiszeichen Schütze, hier im ersten Lebensbereich, das ist Sonnenaufgang. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Widder und natürlich aktiviert bei uns alle etwas und das Veränderungen in Wohnsituation. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze, also hier im ersten Lebensbereich, aber wirkt hier schon auf dem 12. Lebensbereich, also geheime Gespräche oder ein Geheimnis zum Erfahren, diese geheime Verhandlungen und Verträge bedeutet das. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und das ist die Liebe im Freundeskreis. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, hier im dritten Lebensbereich, aktiv zu sein im Internet, etwas veröffentlichen oder um die Kontakte kümmern.
mit Verwandten, Nachbarn etwas organisieren oder kommt ein Besuch oder jemand sollen wir einladen. Kleinere Reisen, kleinere Veränderungen, da fließt die Energie. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Die gleichen Themen wie bei Merkur und Sonne. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Hier eingeschlossen. Hier haben die Steinbockgeborenen die Lernaufgabe, zu sich selbst zu stehen, nicht verstecken, nicht zurückziehen, sondern sich zeigen. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen hier bei Tierkreiszeichen wieder, also trifft die Wohnsituation, also auch Umzug möglich. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Hier bei Mars, in Verbindung zum Mars, etwas ist unklar, undurchschaubar, gerade in diesem Lebensbereich, wo Internet, Internetkontakte oder etwas in Familie ist. Neptun aber kann unsere kreative Seite zeigen, unsere Träume leben und viele, besonders die Männer, können sich das verwirklichen. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Wieder eine Lernaufgabe und auch karmischen Themen bei den Steinbockgeborenen. Die absteigende Mondknoten bewegt sich hier, also Vergangenheit, alten karmischen Themen, einiges loslassen, etwas in Ordnung zu bringen. So kommt Sicherheit, Stabilität, Struktur und ändert sich die Persönlichkeit oder sogar das Aussehen. Die Verbindungen, Mars steht mit Neptun in Verbindung, eine schöne Verbindung. Die Männer spüren die inneren Kraft und die Macht in sich, können einiges in Bewegung setzen. Und Venus steht mit Saturn in Verbindung. Venus und Saturn Verbindung ist auch schön und harmonisch. Und die Damen sollen auch das Liebesleben, aber auch die Freundschaften noch ernst zu nehmen oder haben die Bedürfnis nach einer festen Partnerschaft und auch die Freundschaften in Ordnung zu bringen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Dieses geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.